Berlins Bürgerämter seit Jahren in der Kritik. Zu langsam, zu wenig Personal, technisch schlecht ausgestattet. Die Berliner FDP hat dies schon lange im Fokus und will auch nach der Wahl das Thema digitalisierte Bürgerämter im Abgeordnetenhaus voranbringen. Es braucht zuerst einmal ein gemeinsames Grundverständnis im Berliner Abgeordnetenhaus, dass wir mit Digitalisierung der Bürgerämter dazu beitragen können, dem Terminchaos etwas entgegenzusetzen und den Terminstau abzubauen. Und deshalb setzen wir auf Digitalisierung, weil die dazu beitragen kann, dass sämtliche Vorgänge, insbesondere im Meldewesen, dann digital abgewickelt werden können. Berlins Verwaltung hat die Digitalisierung verschlafen und Lösungen wurden meist im großen Stile diskutiert. Nicht nur deshalb haben Thomas Fürst und Frank-Stefan Jorger von der Firma WebID eine einfache Lösung mit maximalem Nutzen für uns alle parat. Ja, die Bürgerämter haben ja in der Vergangenheit die Aufgabe gehabt, die Bürger bestmöglichst zu bedienen. Die Aufgabe haben sie auch nach wie vor. Heute ergeben sich aber andere Anforderungen. Die Bürger möchten nämlich zeitlich unabhängig, ortsunabhängig bedient werden, aus dem Ort, von der Zeit, wie sie das mögen. Und dazu müssen die Bürgerämter nachrüsten, technologisch nachrüsten und müssen neue Prozesse an den Start bringen und integrieren, die es den Bürgern ermöglichen, diese Anforderungen dann auch wahrzunehmen. WebID überwindet Schranken, hebt sie virtuell auf. Die beiden Unternehmer sind führend auf dem Markt und haben eine originelle Idee zu einer Produktentwicklung geführt. WebID, Online-Identifizierung leicht gemacht. Wir haben ja als WebID die Thematik Video-Identifikation gelöst, das heißt die hochsichere Identifikation im Rahmen eines Videocalls. Das ermöglicht es auch in Zusammenarbeit mit den Bürgerämtern, die Person, die Ausweis beantragen möchte oder etwas Ähnliches, im Vorwege zu identifizieren, um die Anschlussprozesse so einfach wie möglich zu machen. Dies erörtern die beiden gerade auch mit der Berliner FDP, die in den kommenden Wochen dieses Thema im Abgeordnetenhaus voranbringen will. Berlins Bürgerämter sollen besser funktionieren. Dieses Unternehmen hat vorgemacht, wie es geht. Und wenn ich mir überlege, dass in Berlin 40.000 bis 50.000 Berlinerinnen und Berliner jedes Jahr neu dazukommen, die sich quasi melden müssen und 150.000 in der Stadt umziehen und sich deshalb auch an, ab oder ummelden müssen, dann sind das 200.000 Vorgänge allein im Meldewesen, die durch so ein Unternehmen und so eine innovative Lösung digital online am Smartphone, am Laptop abgewickelt werden könnten. Und das wären dann nahezu 200.000 freie Termine mehr. Und so einen Vorgang macht man mal eben vor oder nach dem Tatort. Also total unkompliziert und nicht mehr so, wie wir es jetzt gerade in Berlin erleben. Sinnvoll wäre daher sicherlich ein Modellversuch. Die beiden Unternehmer ersparen mit ihrer Idee unnötige Wege zum Amt. Vieles könnte komfortabler und schneller gehen. Bürgerämter sind ja jetzt per se nicht die Orte, wo man technische Innovation als erstes erwarten würde. Aber ich denke, die Diagnose, die man heute sieht hinsichtlich der Wartezeiten und das, was der Bürger als Dienstleistung in Anspruch nehmen kann, das legt es nahe, dass einfach durch technologische Unterstützung jetzt große Fortschritte gemacht werden können. Diese Fortschritte muss man jetzt realisieren. Die technologische Ausstattung der Bürgerämter muss da gar nicht zwingend im Vordergrund stehen, sondern man kann auf Dienstleister wie beispielsweise die WebID zurückgreifen und diese neuen Prozesse, diese IT-gestützten Prozesse dann erlebbar zu machen für den Bürger, ohne allzu viel ändern zu müssen in den Bürgerämtern selber. Die Liberalen im Abgeordnetenhaus lassen nicht locker bei dem Thema. Und Unternehmer wie Frank-Stefan Jorger und Thomas Fürst stehen bereit, Berlins Verwaltung bürgerfreundlicher zu machen. Jetzt muss nur noch die Politik für das Thema Bürgerfreundlichkeit begeistert werden.